Wir wechseln das Thema. Viele Köche verderben den Brei. Diese Redewendung wird in Österreich bald der Vergangenheit angehören. Unser Tourismus schlägt nämlich Alarm. Die Gäste kommen in großer Anzahl zurück, nicht aber die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Der Personalmangel hat sich verdoppelt. Fast hat man das Gefühl, die einzige Person, die in letzter Zeit in dieser Branche freiwillig einen Job angenommen hat, ist die neue Tourismusstaatssekretärin. Wie heißt sie? Susanne Kraus-Winkler. Die spricht angesichts des Personalmangels von einem herausfordernden Sommer. Wir schalten darum jetzt nach Salzburg und sprechen mit Franz Wallner. Was, den kennen Sie auch nicht? Dabei ist er derzeit einer der gefragtesten Männer Österreichs. Franz Wallner ist nämlich gelernter Kellner. Und die sind selten wie noch nie. Schönen guten Abend, Herr Wallner. Ja, grüß dich, Herr Klien, servus. Ja, mein Gott, nein, Freitagabend, gell? Früher, um die Zeit, habe ich einen Stress gehabt, habe die Gäste noch gesagt, sie sollen noch schnell die letzte Runde bestellen. Heute sitze ich da, freue mich, stehe da, um dieselbe Stunde gemütlich daheim und studiere die Bewerbungen. Ne? Aha, Sie bewerben sich also wieder in einem Restaurant oder Hotel? Nein, das haben Sie jetzt falsch verstanden, der Klient. Die Zeiten haben sich geändert, gell? Das AMS hat derzeit über 15.000 offene Stellen in der Gastronomie zum Vergeben. Und die Tourismusbranche selbst hat überhaupt ausgerechnet, dass einer heuer im Sommer bis zu 40.000 Mitarbeiter füllen daraten. Also vor allem die Köche und die Kölner. Ich meine, da ruft ein Kölner nicht mehr beim Restaurant an, gell? Und fragt, ob ein Job frei ist. Nein, das ist mittlerweile umgekehrt. So, jetzt schauen wir mal da. Schauen wir mal, was wir da alles haben in dem Backerl. Ich meine, Herr Klien, das ist nur von heute Vormittag. Gell? Also, warte mal. Also, schauen wir mal ein paar durch. Aha, siehst du das? Das war ganz interessant. Der da ist, aber, oh je, nein, ohne eigenes Firmenauto wirft er niemand mehr eine Fritteuse an, gell? Nein. Uiuiui, da ist aber nur ein Guter. Der bietet sogar eine Prämie an, wenn ich ohne Daumen im Essen servieren kann. Ja, nein, das ist, den tue ich aufs gute Backerl, gell? Soll ich sozusagen in Evidenz. Und Herr Wallner, wie reagieren Sie denn auf solche Angebote? Nehmen Sie auch die ein oder andere Einladung an? Ja sicher, Herr Klien, was denn? Gestern zum Beispiel habe ich ein Bewerbungsgespräch beim Goldenen Hirschen gehabt. Das ist das erste Haus in Bongau. Die haben mich mit einer Limousine angeholt und das Ganze. Und dann haben sie einen roten Teppich ausgeholt. Bloß wo die vom Werfen wegen hat eigens nur für mich einen eigens komponierten Marsch gespielt und die Blumendirndln haben Rosenblüten gestreut, wie ich aus dem Auto ausgestiegen bin. Na, aber schlussendlich habe ich dann trotzdem abgelehnt. Gell? Weil erstens einmal, Herr Klien, mache ich nichts mehr, wo mein Chef mehr verdient wie ich. Und zweitens einmal geht es nicht nur ums Geld, Herr Klien, sondern auch um das, dass ich so wenig wie möglich arbeite. Sie haben es ja angesprochen, es fehlen tausende Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Ja. Was bedeutet denn diese Situation für die Gastronomie und Hotellerie insgesamt? Na ja, es hat sich alles total verändert, Herr Klient. Die Qualität eines Betriebes wird mittlerweile nicht mehr danach bewertet, wie viel Hauben er hat, sondern wie viele Köche. Viele Lokale stellen jetzt auf Selbstbedienung um, im besten Fall. Weil ein Wirt hat jetzt auf seiner Tafel nicht mehr draufstehen, ganztägig warme Küche, sondern leider wegen Personalmangel vorübergehend geschlossen. Wenn das so weitergeht, dann wird der nächste Restaurantführer, der wird nur mehr 4 Seiten haben. Ja, und wie schaut denn die Lage aus bei den Hotels? Ja, auf keinen Fall besser, Herr Klien. Wenn irgendwo steht, wir sind ein Familienbetrieb, dann heißt das nur, dass die keine anderen Leute mehr gefunden haben, gell? Und die versuchen alles immer mehr durch die Technik zu ersetzen. Selber einchecken zum Beispiel oder was. Führt nur noch, dass in den Lokalen eine Drohne das Essen bringt. Aber ich glaube, das ist auch dann wieder eine Chance für uns Kölner. Weil wenn der Gast eine Hohe in der Suppe findet, ja, dann gibt es vielleicht sogar ein extra Trinkgeld, weil das dann der letztgültige Beweis ist, dass da nur echte Menschen beschäftigt sind. Das wäre auch meine abschließende Frage gewesen. Machen Sie eigentlich etwas, damit Sie als Kellner in Übung bleiben? Ja, was denn, Herr Klien? Ja, was denn, was glaubst du denn? Ja, sicher. Also was ich tue, ist Rechnen im Kopf, also Turmrechnen. Da tue ich viel. Und dann stelle ich mir über den Betrunkenheitsgrad vor vom Gast. Gell? Und je nachdem tue ich dann noch 5, 10, 15, 20 Euro dazu. Und daheim bin ich auch über recht freundlich. Also jetzt mal, wenn der Postler ein Backerl bringt oder was, sage ich zu ihm, danke, ich hoffe, es hat alles passt. Danke fürs Kommen und empfehlen Sie uns weiter.
Ja, dann wünsche ich uns, dass wir Sie bald wieder in einem Lokal sehen können. Ja, aber nur, wenn mir mein Gehalt aufblasen wird wie ein Salzburger Nockerl. Gut, vielen Dank an Franz Wallner oder besser gesagt an Alexander Jaksch. Für dich, Herr Klien.